Hallo Freaks! Ja, es ist soweit. Ich habe den ganzen Morgen nur hin und her überlegt, ob ich jetzt diesen Mäher hole oder nicht. Jetzt fahren wir los. Geht nicht anders. Ob ich ihn jetzt wirklich kaufe, ich gucke mir jetzt noch ein zweites Mal an und schaue nochmal ganz genau hin. Ich habe alle Preise schon studiert. Ich muss nochmal die Spindeln jetzt ganz genau angucken. Warum will ich das Teil überhaupt jetzt kaufen? Ich habe doch einen schönen Rasenmäher. Kamen schon die ersten Fragen von euch. Ja, warum kaufe ich jetzt noch so ein Gerät? Ich finde es einfach cool. Ich finde solche Maschinen einfach nur völlig faszinierend. Und ich bin nicht überzeugt vom Schnitt meines John Deeres. Der hat jetzt auch eine 11-Messerspindel. Diese 11-Messerspindeln sind eigentlich für ganz kurz geschnittenes Gras ausgelegt und nicht für Fairways. Also so zwischen 10 und 20 mm kriegen halt diese 11-Messerspindeln schon Probleme. Der Toro hat jetzt auch eine 11-Messerspindel, aber die ist eh runter. Und jetzt muss ich einmal richtig investieren und dann habe ich eine 8-Messerspindel und die ist für Fairway-Schnitthöhe wesentlich besser geeignet. Er kostet mich aber pro Spindel locker 400 Euro, das Ding komplett neu aufzubauen. Ich finde die Technik vom Toro wirklich interessant. Der hat halt vorne auch die geriffelte Rolle. Der ist wesentlich einfacher und auch, finde, schöner aufgebaut. Er hat nicht diesen blöden, lauten Zahnradantrieb für die Bürste hinten, für die hintere Heckrolle. Der hat einen schönen Riemenantrieb. Auch die ganze Technik ist da schöner gemacht. Die Ersatzteile sind, finde ich, auch im Durchschnitt ein bisschen günstiger. Der Sitz ist schweineteuer. Der neue Sitz kostet 250 Euro. Egal. Jetzt fahren wir da hin, ihr werdet dabei sein. Bleibt dran, Freaks! Yeah. Frohe Kunde, zweite Runde. Aller guten Dinge sind zwei. Nein, da muss ich dreimal hinfahren. Ja, letztes Jahr gab es letztes Wochenende war Regen, jetzt haben wir Schnee. Auch nicht wirklich besser. Aber wie mein Sohn sagt, sehr schöne Lichtverhältnisse, tolle Kontraste. Yes, Toro, Toro. Ja, oh, voll Schrecken, was sehe ich da? Da kommt was raus. Hier, wo ich Rasen pflanzen will, da sieht wahrscheinlich kein Mensch. Da sieht aus wie Blumen, Krokusse. Da, wo mein Rasen wachsen soll. Das geht auch gar nicht. Ja, also nochmal wieder anderthalb Stunden. Und dann muss ich noch den Anhänger von meinem Vater mitnehmen, um den Rasenmäher darauf zu kriegen. Uff, das wird dort ein Act. Und dann Geld noch holen. Also heute regnet es nicht, aber es schneit. Ja, das Drama nimmt seinen Lauf. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Luft für die Reifen. Staubsauger, Luft. Das Wetter wird nicht besser.
So. Na gut. Dann machen wir jetzt mal. Ja, die darf schon ganz nass werden. Hallo Freaks! Ich hab doch zugeschlagen. Ich wieder mitgedacht habe. Ah, da werde ich wohl auch schweißen müssen. Das kaufe ich jetzt nicht neu. So, nun müssen wir jetzt hier so reinhängen. Die macht das schon. Riesendrama. Ich habe die Mäher gekauft, Jungs. Und diese kann ich nicht glauben. Er passt nicht auf den Hänger. Der Hänger von meinem Vater ist zu schmal. 6 cm. 6 cm. Nicht zu machen. Ich hätte den Hänger von meinem Vater zersägen müssen. Dann hätte ich ihn raufgekriegt. Aber ich hätte auch. Also, es ist ein Drama ohne Ende. 2 Stunden haben wir versucht, den Mäher auf den Hänger raufzukriegen. Ich könnte heulen. Wie lange war das? Dreiviertelstunde. Ach so, nur eine Dreiviertelstunde. Naja, denn ist das ja alles nicht so schlimm gewesen. Ich bin völlig verzweifelt. Jetzt muss ich mir noch einen Hänger besorgen. Das gibt's doch nicht. Ey. Nicht zu machen. Also, ja, aller guten Dinge sind 3, oder wie heißt es? Ich melde mich wieder. Bleibt dran. Tschüss.